Wie gesagt, ne, nachher gibt es Flasche Whisky aus dem Sodamaxer. Das ist immer noch krass. Oh Ja, Mann. das ist doch mal eine Idee, oder nicht? Ich meine, es gibt doch immer diese Hardcore-Männer, die behaupten, Champagner kann man als Mann nicht trinken, weil es ja Mösenbrause ist. Ich mein, Champagner trinke ich ja, weil es teuer ist. Also richtiger Champagner, ne? So eine Flasche Moët, 20 Euro, das trinke ich ja, weil es 20 Euro teuer ist. Da muss es nicht mehr schmecken. Das finde ich dann aber wiederum auch ein bisschen blöd. Wenn man es nur trinkt, weil es teuer ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich meine, du schützt ja jetzt, nur weil du Champagner nicht magst, aber einer dir eine Flasche geschenkt hat, das schützt du ja nicht in den Ausguss oder verschenkst du weiter. Das ist richtig, ja. Ja, So. gegebenenfalls schenke ich es weiter, ja. Ist das nicht eigentlich so, dass man Alkohol immer weiter verschenkt? Der wird nie getrunken, der wird immer nur weiter verschenkt. Na komm, da fällt mir gerade mal eine Story ein, ne? Zu den Norddeutschen gerade. Ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen, ne? Ich war ja mal Animateur und habe in Ägypten gearbeitet. Habe ich eine Familie kennengelernt. Das war so eine ganz bodenständige Familie. Also die Ossis, die saufen ja schon. Ich lag in Schwerin im Krankenhaus und habe gesehen, wie viele Besoffene die abends da ins Krankenhaus gebracht haben. Ich war in Norddeutschland, war ich auf so einem Dorffest, auf so einem richtigen ekligen Dorffest, wo dann auch die Grundschule kam und mit ihren Kiddies da was gesungen hat und so ein Scheiß, ne? Ey, wir waren eine halbe Stunde da stand auf unserem Tisch, da haben die Weiber, ne? Ich sag jetzt bewusst nur die Weiber, die haben alleine schon 6 Flaschen Eierlikör weggeknallt gehabt. Mit 6 Weibern. Das war eine halbe Stunde. In der Zeit habe ich keine Flasche Bier weggehabt. Mit dem Eierlikör, da komme ich eh nicht mehr ran. Nachdem ich einen Berufsschulkollegen gesehen habe, der wirklich 2 Meter und 5 Zentimeter groß war, das war wirklich eine lang gewachsene Bohnenstange. Als ich den gesehen habe, dass der nach paar Bier und einer Flasche hier Eierlikör hat er kotzen müssen, hat auch ins Klo gekotzt. Man muss sich aber vorstellen, dieses zwischen dem Klobecken und der Wand war 1 Meter Platz. Und dazwischen hat er gehockt wie so eine zusammengefaltete, ich weiß nicht, mit seinen 2 Metern. Also den Anblick werde ich nie vergessen. Und seitdem, nee. Eierlikör, nee, das ist nichts Also, für mich. es gibt bei uns auf dem Kiez, gibt es, also in Hamburg auf dem Kiez, gibt es Clubs, wo die Toilette im Keller ist. So, wenn man einen guten Tag erwischt hat, dann ist das kein Keller mehr, sondern man könnte es mit der Nordsee vergleichen. So, jetzt dürft ihr alle mal dreimal überlegen, was das sein könnte, was dort dieses Nordsee-Feeling, na, wenn man dann so knietief im Wasser steht, was das sein könnte. Ja, das schöne Watt. Da macht man dann so eine unfreiwillige Wattwanderung, hä? Ja, genau, also auf dem Kiez, wenn ihr in eine Kneipe oder in eine Diskothek geht mit Keller, Toilette, am besten Gummistiefel mitnehmen. Das ist ähnlich wie auf dem Taufrock-Konzert. Da geht man ja auch nicht ohne Gummistiefel hin. Sure. Taufrock kennt ihr, ne? Nee. Ihr kennt keinen Taufrock? Nee. Nee. Sag mal, die haben Werner Beinhardt gesungen. Echt? Das ist Okay. Taufrock. Der Hauptsänger von Torfrock, der hat hier diesen Hardcore-Rocker da, der zu dem Kellner dann nachher sagt, er seine Banane in die Pflaume Ach und dass so. er Ananas macht, ne? Okay. Das ist die Stimme von dem Frontsänger von Torfrock. Nee, Es gibt nichts Geileres als ein Torfrock-Konzert. kannte ich so nicht, ne? Also Torfrock, da ist ganz wichtig, wenn man aufs Konzert geht. Also wenn man nass werden will, dann ist ganz vorne ganz gut. Wenn man nicht nass werden möchte, dann geht man am besten so weit wie möglich nach hinten, weil es fliegen Bierbecher ohne Ende. Und diese Bierbecher, die sind nicht leer, die sind voll. Okay. Und also es gab tatsächlich in Hamburg ein Konzert in Altdorfer Sporthalle, da stand auf den Eintrittskarten drauf, bitte Gummistiefel mitbringen. Also könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. So, ich habe jetzt hier, was habe ich jetzt gemacht? Ich Ja, habe was Husum macht ihr denn die angeschlossen. ganze Zeit eigentlich? Ja, keine Ahnung. Wir haben uns leicht verquatscht, ne? Also ich kämpfe quasi um die schwarze Null hier. Irgendwie. Momentan fährt hier viel bei mir, aber es schwankt noch ein bisschen. Ich habe dafür aber schon 2 dieser Rathäuser mit angeschlossen halt. Ich da vielleicht noch ein bisschen Personentransport schon mal anschmeiße, beziehungsweise mein Dresden ist schon schön gewachsen, hat jetzt 145 Einwohner, hat 5% Wachstum. Jetzt schreibe ich, dass ich Kohle in die Kohlegrube liefere.
Damit bin ich sogar besser als die westdeutsche Hauptstadt, dieses komische Hamburg. Aber wie heißt es so schön immer, ne? Vom Osten lernen heißt siegen lernen. Also ich werde hier gleich mal meine Jungs losschicken und mal nach den Stasi-Leuten verhandeln lassen hier bei mir auf der Seite. Wieso? Was gab's irgendwelche Sabotageakte oder was? Nö, bis jetzt noch nicht. Also wenn einer. Noch nicht, ne? Zumindest noch nichts, das ich gemerkt hätte. Oh Mann. Also ich bezweifle, dass das ich muss sie hier auch nochmal zeigen. Ich bezweifle, dass das ein langes Let's Play wird hier mit unserem Gott. Das ist ja, na, ohne beleidigend zu sein zu wollen, ein Arschloch. So. Ja, er hat schon zweimal schlecht über meine Let's Plays geredet. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Alle guten Dinge sind drei, oder? Na, jetzt ist Feierabend hier. Komm, es reicht mir, dass meine Frau mich den ganzen Tag Arschloch nennt. Ja, eine Runde Mitleid für Ramagani. Oh. Ich will aber Mitleid aus der Dose, nicht aus der Tüte. Ja, okay, Moment. dann Sixpack. Oh, 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 oh. So, mit dem Sixpack fühle ich mich jetzt verarscht, weil ich möchte ein Fass haben. Was soll ich mit dem Sixpack? Ja. Oh Mann. Ihr merkt schon, ne? Gib mir den Finger und ich nehme die Hand. Eine Hand? Ein Arm? Einen ganzen Arm. Bei mir ist noch der kleine Finger übrig. Ich lasse hier schon etliche Züge fahren, aber die Kohlegruben sind immer noch überfüllt. Das ist schon krank. Wenn ich jetzt bei dir gucke, um meine Finanzen zu vergleichen, sollte ich das vielleicht auch mal machen, hier mit den Kohlekraftwerken-Dingern. Was? Nö, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Ja, bei mir ist es abhängig, ich war vorhin schon mit 6.000 im Plus oder so vom Geld. Nee, aber guck mal die Unterschiede mit der Marge an. Das sind deine Züge, die hauen dich hier ins Minus, ne? Tja. Also ich bin 17 im Plus mit meiner Marge. Und deine sind 5 lang, oder was? Meine sind 5 lang, ja. Na, ich meine, Speedbonus gibt's ja in dem Packset nicht. Insofern ist es egal, ob du die jetzt mit 60 oder mit 70 km/h über die Gleise sichern lässt. Ja. So, Ausweissignale hierher. Und dann. So, was ich jetzt hier baue, ne, so damit einer weiß, was ich baue, das ist jetzt einfach nur eine Zwischenstation, weil die Strecke hier ziemlich lang ist und sich hier das aufgearbeitet aus der Brücken und Pirmasens, das ist einfach nur so eine Zwischenstation. Irgendwann, wenn ich mal. Das ist halt dasselbe, wie ich mit Dresden Nordbahnhof gemacht habe. Mit dir hat jetzt gar keiner geredet, was soll denn das? Ich wollte bloß mal dazu sagen, dass ich das schon viel eher hatte als du. Bäh. Nee, das interessiert auch kein Mensch hier jetzt. Nachmacher. Genau. Was Nachmacher? Du bist ein Nachmacher. Gott kann's bezeugen. Ey, das sagt dir nur, weil ich schwarz bin. So. So. Schick mal die doch alle mal. Das hat mich jetzt gut Geld gekostet hier, der Spaß, aber anders kann ich die Station hier nicht trennen. So. Mir auch egal. So, jetzt muss ich nach Hamburg, ins Depot. 22 km/h, also ich glaube, wenn du dem Bus eine Schlaftablette gibst, das macht ihn schneller. Nicht? Na, ich glaube, wenn der Motor abstirbt und du schieben musst, dann ist er schneller. Ja, der fährt rückwärts schneller als vorwärts. So. Schon wieder so einen Frosch im Hals gehabt. Wie oft habt ihr das schon in meinen Let's Plays gehört, dass ich einen Frosch im Hals habe? Das ist doch auch ein Dauerbrenner. Ja, da bin ich auch in Italien und nicht in Frankreich. Eben. Naja, wie gesagt, ich bin ja ursprünglich Saarländer. Ich bin ja im Saarland geboren, ne? Das ist ja quasi Frankreich. Ja. So, ich will jetzt hier von Husum, will ich wohin? Ach genau, hier an diese komische, was ich da gebaut habe. Pirmasens 1 Land H. Also da in diese Namen muss ich mich auch erstmal noch gewöhnen. Ja, Husum bis nach Pirmasens, nee, Husum bis nach Übergang
Saarbrücken. Das erklärt sich wahrscheinlich auch, warum ich da Saarbrücken habe. Und Pirmasens. Pirmasens ist ja auch an der Grenze. Habe ich das richtig geschrieben? Jo. So. Na, Abdüsel ist auch toll. So eine Lok. Also ein Zug, der länger ist als die Signalstrecken. Ja, ich bin ja gerade am Umbasteln. Naja, das sagen sie alle. Weißt du, ja, keine, keine Ahnung vom Spiel, aber ein Let's Play machen wollen, ne? Das sind die richtigen. Da kenne ich noch einige andere, die sowas machen. Die keine Ahnung von Simutrans haben, aber ein Let's Play machen. Du meinst dich selbst? Nein, ich gebe es aber offen zu in meinen Let's Plays, dass ich keine Ahnung habe, so. Na, ich sage ja immer, hier, komm, schreib drunter, was ich besser machen kann, aber es interessiert ja keinen. Ja, es interessiert keinen, so viel zu schreiben. Außerdem sind die Kommentare ja begrenzt, da kann man gar nicht so viel machen. Also unter der Hand gesagt, Leute, ne? Guckt euch die Let's Plays von Aprisus an, darüber wird nicht gemeckert, also müssen sie ja qualitativ schon mal besser sein. Ja, die sind ja auch nicht redenswert, ne? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber sie sind zumindest nicht so negativ, dass man über sie reden muss. Nein, man versucht einfach, sobald man sie gesehen hat, sofort wieder sie zu vergessen. Allein schon wegen dem Dialekt, so. Das ist ein gemütlicher, gefühlvoller Dialekt. Ein gemütlicher, gefühlvoller Dialekt. Ja. Wenn ich meiner Frau das Nudelholz selber ins Gesicht haue, ist es auch noch gefühlvoll, oder wie? Na, ich freue mich ja schon, wenn die Städte bei Aprisus weit genug wachsen, dass plötzlich Obstbäume entstehen. Wieso Obstbäume? Und dann sagte er ja, ach, jetzt ist eine Kirsche da. Also ich habe eine geniale Idee für eine neue Industriekette. Oh nee, bitte nee. Könnte man nicht so eine Haschischplantage machen? Könnte man, ja. Das könnte man doch machen, sowas, oder? Ja, aber wohin soll das dann geliefert werden? In die Drogerie. Okay. Nee, es gibt auch diese holländischen Coffeeshops. Ja, gibt's die noch? Ich dachte, die sind jetzt auch so abgeändert worden, dass man da gar nichts mehr machen kann mit. Die Holländer? Ja, die hatten da jetzt vor kurzem eine Gesetzesänderung. Kannst du mal deine Stadt Klingon hier mal an den Übergang anschließen, dass ich dort meine Busse auch hinfahren lassen kann? Ja. Würdest du das tun? Ja, ich bin aber noch dabei, hier meine Züge zu verlängern. Moment bitte. Ja, warum baue ich eine Linie jetzt überhaupt? Denn, wenn du es doch nicht machst. Ich sagte, ich richte es ein, aber alles zu seiner Zeit. Weißt du, Sachsen sind gemütlich. Die kannst du nicht hetzen. Das ja, habe ich mein Skype ausgemacht? Ich hoffe. Oh, jetzt wird hier schon wieder geschrien. Ich glaube das nicht. Hört ihr das? Ja, das hört man. Hört man das schlimm? Also ich hatte jetzt nicht wirklich was gehört, aber okay. Man hört halt. Das ist doch, ja, sie sind wirklich zu blöd zum Kacken hier. Also manchmal, ich denke mal den Zuhörern oder den Leuten, die bis jetzt ausgehalten, dieses Chaos hier sich mit anzutun, denen wäre das jetzt gar nicht aufgefallen. Wir hätten die Hintergrundgeräusche in Grund und Boden geredet, aber jetzt, wo du drauf hingewiesen hast, werden wir bestimmt alle still sein, damit alle das mitbekommen. Nee, dann sabbel ich halt weiter hier, bis nicht mehr geht. Doch, man kann doch nicht so blöd sein. Ich sag's doch dreimal. Also, sorry. Da bei manchen Leuten schaltet einfach das Hirn aus. Oh, tut das weh, ey. Und dann, weil ich habe ja nichts dagegen, wenn man so über Skype telefoniert, dann ist es ja schön und gut, ne? Aber man muss sich doch nicht anschreien dabei. Es gibt ja diese Leute, die brauchen eigentlich gar kein Skype, weil die schreien so laut genug, das hörst du bis nach Amerika. Oha. Ja, das soll es geben. Passiert das gerade bei dir im Hintergrund? Das ist hier Dauerzustand. Also das ist hier nichts Neues. Ja, das sind halt Italiener, die sind halt sehr emotional und... Ne? Ich geb den gleich mal emotional. So.
Na, das kann doch nicht angehen. Weißt du, ich sag doch noch extra, seid nicht so laut. Weißt du, jetzt habe ich hier. Eine glückliche Familie. So, warte, ich mach mal die zweite Tür zu und dann sollte das passen. Und jetzt mal an die Zuhörergemeinde eine Frage. Wer kennt Maria, ihm schmeckt's nicht? Den Film mit Christian Ulm. Maria, ihm schmeckt's nicht. Irgendwie scheint mir seine Familie von Ramagani das passende Beispiel dazu, dass das nicht nur ein Film ist, Fiktion, sondern das durchaus im echten Leben gibt. Also die, die den Film kennen, die wissen, wovon ich rede, denke ich mal. Und der Rest, schaut euch ihn an, der ist genial. Schleichwerbung hoch 3, ich weiß, aber ha. Können wir ja dann mit einem Piepton überspielen. Gibt's im Osten jetzt inzwischen den Schießbefehl? Weil dann würde ich gerne mal 2 von deinen Grenzsoldaten bitte hier in meine Wohnung bestellen. Ach, ja. Sorry, wo war ich jetzt stehen geblieben überhaupt? Achso, ich wollte jetzt hier Flensburg da unten weiter hinbauen. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt alle meine Städte einfach meine Bushaltestelle verpasst. Das werde ich jetzt alles so miteinander verbinden. Und dann, ja, gucken wir mal. Das werde ich dann auch mal tun, wenn hier meine Züge mal endlich ein bisschen im Plus fahren. So, jetzt muss ich meine Linie hier nochmal. Ja, so lange darf es auch nicht mehr dauern. So, was ist denn jetzt? Hast du deine Linie da jetzt angeschlossen oder was? Oder wie? Hab ich nicht eben gesagt, dass man so gemütliche Sachsen nicht stressen kann? Das interessiert mich nicht, Mann. Ich bin Westdeutscher. Das muss hier zacko zacko gehen. Mann, ich dachte, sie wollen Soldat werden, Mann. Ich hatte so einen richtig ekligen, ekligen Hauptgefreiten als wie nennt man das? Keine Ahnung. Bundeswehrzeit ist schon länger her. Und der kam immer und schrie uns dann immer an und sagte immer, schmieren sich widerliche Green aus dem Gesicht, Mann. Sie kriegen Geld dafür, dass sie hier sein dürfen. Dass ich hier sein darf. Ich musste hin, Mann. Also so ein Spinner. Das war so ein Anabolika-Opfer, weißt du? Tja. Und dann immer schmieren sich widerliche Green aus dem Gesicht, Mann. Kannst du das auch übersetzen für Leute, die nicht aus der Gegend kommen? Das heißt so viel wie schmier dir das dein widerliches Grinsen aus dem Gesicht. Ach so. Und wenn du die hörst, also so diese Hardcore, die Hardcore-Sechseln, da kriegst du ein zu viel. Ja, am besten so die aus dem Erzgebirge. Die sind immer noch die besten. So richtig tiefster Wald, tiefstes Gebirge. Da verstehe ich selbst auch nichts mehr. So, wie schaut's jetzt hier? Komm, erzähl mal was. So, Flensburg habe ich angeschlossen. Kiel habe ich angeschlossen. Habe ich Kiel angeschlossen? Ja, da stehen sogar schon Fahrgäste hier, 6 Stück. Mann, Mann, Mann. Also Herrschaften, was ist denn bei dir da drüben los? Nichts, ne? Tote Hose. Ich habe erstmal ein bisschen beobachtet und ich hatte ja zuerst 2 Städte angeschlossen. Ja, ich war ja sowieso der Erste. Der Osten ist immer der Erste. So, Punkt aus. Ja, er wartet noch auf einen Befehl vom Kreml. Ach, Mano. Also so. es hat schon einen Grund, warum die Flasche Gorbatschow heißt, ne? Ja, aber sicher. Also das, ich meine jetzt den Wodka, ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und das Zeug ist ja in der Flasche, ne? Ja. Und das sagt uns ja jetzt alles, so. Na, Gorbatschow, das ist ja nicht, dass es ein schlechter Mensch war, ne? Der hat ja viel für uns Deutsche getan. Mit einem Helmut zusammen. Ja. Ne, mit dem Bundeskanzlerzüchter. Bundeskanzlerinnenzüchter.